Liebe Freunde von Ort und Wort, unsere Serie zum Festjahr 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland in Kooperation mit dem Kulturzentrum der israelitischen Kultusgemeinde München und Oberbayern führt uns heute nach München in den Herzogpark am Ufer der Isar. Der jüdische Dichter Manfred Sturmann, geboren 1903 in Königsberg, gestorben 1989 in Jerusalem, debütierte 1923 in München mit einem Band Althebräische Lyrik, Nachdichtungen, für die Arnold Zweig ein inspiriertes Vorwort geschrieben hat. Der neue lyrische Sprachgeist der Zeit versuche, die altjüdischen Gedichte neu zu singen, und der poetische Geist des Dichters lasse die alten Psalmen und Lieder neu erklingen. Manfred Sturmann, schon als Jugendlicher in Königsberg engagierter Zionist, war 1927 in der unter anderem von Klaus Mann herausgegebenen Anthologie junger Prosa mit seiner Ich-Erzählung Abschied von Europa vertreten, die seinen Konflikt zwischen der alten Heimat und dem neuen Zion thematisiert. Er bezeichnet sich dort als Chalutz, als Pionier, der in Palästina den neuen Judenstaat aufbauen wolle. Die Chalutzim erschienen Thomas Mann in einem Interview schon 1931 als die aufrichtigsten Idealisten. Schon früh hatte Manfred Sturmann in München mit Thomas Mann Kontakt aufgenommen und begleitete den Dichter wiederholt auf seinen Spaziergängen im Münchner Herzogpark. Thomas Mann lobte Sturmanns Gedichtband Die Erben 1929, der mit einem Druckkostenzuschuss der Stadt München erschien. Im Gegenzug regte Sturmann Thomas Mann 1929 zu seiner ersten Ostpreußenfahrt an, die im Jahr darauf den Bau eines Ferienhauses im litauischen Nidden auf der kurischen Nehrung nach sich zog. Im Sommer 1929 schrieb Thomas Mann zudem in Rauschen an der Ostsee die Novelle Mario und der Zauberer, die einige zentrale Motive der Novelle Der Gaukler und das Liebespaar von Manfred Sturmann verdankt. Doch das Exil Thomas Manns ab 1933 beendete auch dieses Gespräch für immer. Manfred Sturmann und seine Frau Lee emigrierten 1938 von München nach Jerusalem. Dort war Sturmann unter anderem der Nachlassverwalter der Dichterin Else Lasker-Schüler und dort entstanden 1950 die Erinnerungen Sturmanns an die einstigen Spaziergänge mit Thomas Mann, die erstmals 2021 in der Schriftenreihe des Thomas-Mann-Forums München veröffentlicht wurden. Hören wir einmal hinein. Sturmann steht in der Diele des Hauses an der Poschinger Straße 1, heute ein Neubau an der Thomas-Mann-Allee 10. In der Halle hatte ich einige Minuten zu warten. Ich bewunderte den großen Globus und die schönen Mappenwerke. Dann stand Thomas Mann vor mir in Hut und Mantel und lud mich ein, ihn auf seinem täglichen Spaziergang zu begleiten. Draußen sprang der Hund an ihm hoch und gab erst Ruhe, als er von seinem Herrn beklopft und gestreichelt wurde. »Sie müssen wissen«, sagte Mann, während wir die zum Flusse parallel laufende Pappelallee entlang spazierten, »dass ich in den Morgenstunden schreibe und mir vor dem Essen diesen Ausgang zur Gewohnheit gemacht habe. Es ist Ihnen doch recht, wenn ich Sie so einfach mitnehme.« Als ich ihm versicherte, dass ich ein begeisterter Wanderer sei, nickte er zufrieden und wir kamen sogleich ins Gespräch. Ich hatte bald meine Befangenheit verloren. Das war ein Mensch, der alles Menschliche versteht. Ihm sind auch die kleinen Dinge wichtig,
Für ihn gibt es einfach kein von oben herab. Unser Gespräch war keineswegs ein hochliterarisches. Oft unterbrach er sich, um mit seinem Spazierstock auf etwas Bemerkenswertes in der Flusslandschaft zu deuten, oder er rief seinen Hund, der sich irgendwo im Gestrüpp verloren hatte. Hierher gehört eine Episode, die erzählenswert ist. Wir trafen auf einem Spaziergang an den Isarufern zwei völlig verwahrloste Kinder, ein etwa 10-jähriges Mädchen mit verwildertem und verfilztem Haar und ein noch sehr kleines Bübchen, vermutlich der Bruder, an ihrer Hand. Der Junge hatte Furcht vor dem Hunde und sah uns, das Gesichtchen schon zum Weinen verzogen, erschrocken und zugleich altklug vorwurfsvoll an. Mann beugte sich zu dem Kinde herab, umklammerte mit seiner Hand die Schnauze des Hundes und sagte ermunternd: »Jetzt kann er dir nichts tun, du darfst ihn ruhig streicheln.« Der Kleine streckte erst zaghaft, dann herzhafter die Hand aus und liebkoste den Hund. Plötzlich aber, mit einer hinterhältigen Genugtuung, zupfte er das wehrlose Tier mit unerwartetem Griff am Fell. Mann stieß die Hand des Jungen zurück. »Tu ihm doch nicht weh, es ist ein guter Hund.« Als wir, die Kinder hinter uns lassend, unseren Spaziergang fortsetzten, kam Mann nochmals auf die Szene zu sprechen. »Haben Sie beobachtet, der Kleine, ein schon völlig geformter, zweifelhafter Charakter? Es stand auch in seinem Gesicht geschrieben. Schöne Augen, aber im Ganzen kein gutes Gesicht. Ein fertiger, kleiner Gauner.« So beobachtete man die kleinen Geschehnisse des Alltags. Manfred Sturmann hat mit Thomas Mann auch mehrfach über den Zionismus und Palästina gesprochen, als er, Thomas Mann, sich Mitte der 20er Jahre mit den Geschichten Jakobs befasste. Bekannt war, so Sturmann, dass er von Dr. Eli Strauß, dem führenden Zionisten der Stadt, fortlaufend Anregungen und Lektüre für diese Studien erhielt. Thomas Mann war, so Sturmann weiter, von Bewunderung für die Bewegung erfüllt, die aus einem verstreuten alten Volk eine moderne Nation machen wollte. Er hat Palästina auf seiner Reise nach dem Vorderen Orient besucht. Er war menschlich tief beeindruckt von dem, was er an Pioniertum damals hier zu Gesicht bekam. Dennoch hatte ich stets das Gefühl, dass er an die Realität und den Erfolg des Zionismus nicht recht glauben konnte. Er hielt ihn für eine anerkennenswerte, aber in seinem Endziel doch wohl zum Scheitern verurteilte Bemühung. Soweit Manfred Sturmann. Wir wissen heute besser, wie intensiv Thomas Mann sich mit dem Zionismus befasst hat und ihn noch 1938 im amerikanischen Exil anlässlich der Grundsteinlegung für den Palästina-Pavillon auf der New Yorker Weltausstellung unterstützte. Doch dieses wichtige Thema steht auf einem anderen Blatt. Wir verabschieden uns für heute und laden Sie ein, sich weiter mit Manfred Sturmanns Erinnerungen zu befassen. Auf Wiedersehen.